Ja, guten Tag, meine lieben Freunde vom Balzerkanal. Wir sind wieder für euch unterwegs. Und zwar ist unser Plan diesmal mit Pop-up auf Schleie. Ja, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig an, aber wir hoffen uns auch natürlich noch ein paar Beifänge. Vielleicht kommt noch ein Karpfen dabei. Parallel legen wir mal eine Route mit Wurm raus. Vielleicht kommt noch mal ein Aal, um auch einen Vergleich zu ziehen. Was läuft besser? Ja, und ja, hört sich im ersten Moment alles ganz kompliziert an. Ist es aber nicht. Ja, wir gehen gleich nochmal auf die Montagen ein. Heute angeln wir mal mit Haferfach und etwas leichten Ruten. Also wir haben maximal 55 Gramm Ruten, kleine Bleie. Wir haben hier mal die Erfahrung gemacht beim Karpfenangeln mit den großen Puppies, dass wir immer wieder große Schleien gefangen haben. Und wollen es jetzt natürlich mal, oder nicht natürlich, sondern einfach mal alles mit einer Nummer kleiner probieren. Ja, dazu gleich noch später. Ganz wichtig, denkt dran, abonnieren, damit ihr mal auf dem Laufenden bleibt. Und ja, ich mache jetzt mal die Routen fertig, ihr begleitet mich dabei und ich gebe euch noch mal ein paar Tipps und Tricks und hoffe mal, dass ihr nachher erfolgreich seid am Wasser und wir auch natürlich. Also, ihr seid dabei nach dem Intro. Das ist erstmal so die Vorgehensweise. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir schnell Futter hinterher kriegen alles. Im Dschungel sind die Schleien. Einfach traumhaft. So, das ist auch das, was Angeln eigentlich ausmacht. Jetzt haben wir unsere Wurmroute noch fertig gemacht. Wird jetzt langsam dunkel, könnte eine spannende Nacht werden. Fisch, muss ich erstmal sehen, wie ich da reinkomme. Richtige Maschine. Ah. Oh, Alter, das ist ja safe. Ich habe mich gewundert, was wandert der so komisch. Ne? Der Wind geht nach rechts, Pose geht nach links. Ja, bevor wir zur Montage kommen, wollte ich erst ein bisschen was zur Stelle erzählen. Wie ihr schon gesehen habt, hier gemähter Rasen. Hinten hört ihr noch die Kinder planschen und schreien. Das ist so der kleine Rest hier. Also wir sind hier in einem Schwimmbad und das hat auch einen Grund. Früher habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass die Leute erzählt haben, ihr müsst erstmal die Stelle abhaken, Rechen werfen, wenn da was aufgewühlt ist, da kommen die Schleien. Genau die Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Und zwar haben wir noch einen Baggersee hier, wo ich das Angeln gehe, oder hier den Altrheinarm. Wenn die letzten Badegäste aus dem Wasser sind, ist die beste Zeit zum Schleienangeln. Weil hier werden immer Muscheln kaputt getreten, Wasser aufgewirbelt, Kleintiere aufgewirbelt. Und die Schleien wissen das und die sind unheimlich neugierig und kommen natürlich dann auch gucken. Ja, also großartig anfüttern, okay, habe ich auch gemacht, aber wie gesagt, abends, wenn die letzten Badegäste aus dem Wasser gehen, werden die Schleien munter, das ist ihre Zeit, da sammeln die ihr Futter zusammen. Ja, Fischen tun wir eigentlich fast genauso wie Karpfenangeln. Wir haben ganz normale Haarmontage, kleines Blei-Poppy, ja, in dem Fall hier 8er Haken, Blei hat 50 Gramm, ja, ganz normales Geflecht, also quasi eine ganz normale Selbsthakmontage wie für Karpfenangeln, alles nur ein paar Nummern schwächer. Ja. Der Poppy, da haben wir hier die. Das ist hier der MK Booster, den richtigen, ja, Booster Pop-Ups von Matze Koch. So, und die habe ich aber, die sind zwar in Scopex, aber ich habe da extra nochmal den Scopex-Tipp, ne, nochmal drauf getan. Ich habe den gestern Abend schon angefangen, ein bisschen mal drauf zu kippen, damit die Bullies auch schön den Geschmack annehmen und damit die ölig werden. Dann wirken die auch lange unter Wasser. Man sagt immer so, die Wirkzeit der, ja, quasi des Tipps im Pop-Up ist ungefähr die Zeit, wie es im Wasser nachher abgibt. Da ist sie jetzt 14, 15 Stunden drin gelegen. Ich hoffe mal, dass ich so lange die Pop-Ups nicht da im Wasser liegen hängen habe. Ne, weil bis dahin möchte ich doch schon gerne einen Biss gehabt haben. Ja, parallel haben wir dazu nochmal, wollen wir später nochmal probieren, Mini-Poppies. Ne, das waren jetzt die kleineren hier, 15er, 12er und 15er. Und wie gesagt, das ist erstmal so die Vorgehensweise. Aber jetzt bringe ich erstmal die Montage raus. Vorher aber noch einen kleinen Gimmick. Kennt ihr diese Maisstärke-Pellets? Gibt es ganz oft bei Verpackungen für irgendwelchen wichtigen, teuren Sachen. Aber die lösen sich unter Wasser auf. Und den pappe ich mir eben so um den Haken. Und zwar aus dem Grund, hier ist ziemlich viel Kraut. Jetzt zieht er bis zum Boden durch, löst sich dann auf. Und ich bin mir ganz sicher, dass der Haken frei ist. Also, kleiner Trick. Futter, oder nicht Futter, Maisstärke-Pellets oder Puffer oder wie sie sich immer auch nennen. Und schützt natürlich schön den Haken, dass auf dem Weg nach unten kein Kraut drauf oder dran hängen bleibt. So, die erste ist drin. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir schnell Futter hinterher kriegen alles. Und eine Tagge. Ihr habt es gesehen, ich bin so kurz vor der Mitte. Ne? Und ich weiß, früher ist ein Altrheinarm, da gibt es ein altes Flussbett. Dann geht es noch eine Kante runter. Das ist auch schön, Kraut kommt. In der Kante runter ist nicht mehr so viel Kraut. Ein bisschen ist ja immer noch, aber wie gesagt, wir wollen ja nicht, ne, ganz ohne Dschungel angeln, weil im Dschungel sind die Schleien. So, wisst ihr auch ungefähr, wo bin ich jetzt? Oh Mann, ey, das ist entspanntes Angeln. Schöne Sitzsäcke dabei. Der Kameramann hat gerade eine ganze Story geteilt. Wir haben gerade ein neues Video rausgebracht, Zanderangeln. Und jetzt hocken wir hier hinter der Route am Strandbad. Lass uns eine Currywurst bringen.
Anglerherz, was willst du mehr? Lecker. Ich sag mal, ohne Mampf kein Kampf, ne? Bis später beim Drill. Ja, ist auch mal schön. Ich bin ja normal auch ein ganz begeisterter Spinnangler. Aber so richtig die Natur genießen, das Schönste ist ja so, ne? Unter der Ruten sitzen da, ein bisschen beobachten. Ein Eisvogel kam mir gerade vorbei. Wunderbar, ne? Wetter, schön warm. Ja, einfach traumhaft. So, das ist ja auch das, was Angeln eigentlich ausmacht, ne? Draußen sitzen. Man muss ja nicht immer tonnenweise Fisch fangen. Allein hat man alles so zu sehen und mitzumachen. Gut, die Frösche werden euch wahrscheinlich auch noch ein Liedchen singen hier, Nachtigall. Das liebe ich auch, deshalb schlafe ich auch im Sommer lieber draußen wie drin. Und naja, und selbst die Blässhühner, die mir gerade hier Ratze kamen, beim Futterplatz leer fressen, die können mich gar nicht ärgern, ne? Macht mir auch Spaß. Gucken wir denen halt ein bisschen beim Tauchen zu. Aber ich glaube, das ist auch ein Stichwort, weil wenn die gleich fertig sind mit Tauchen, dann ja, zeigen wir euch nochmal, wie ich mit der Futterrakete fütter. Und ja, aber solange genießen wir nochmal ein bisschen da draußen sein. Und die Ruhe vor allen Dingen. Ja, bevor ich jetzt anfange hier wild mit der Rakete zu füttern, wollte ich mir eben so zeigen, was ich hier mit habe für Schleien angeln. Und ich habe ja gerade schon geschimpft über die Blässhühner, die mir den Futterplatz abräumen. Ja, und damit die auch schön beschäftigt sind und trotzdem für die Schleien überbleibt, weil die Bollis finden sie immer und ist sofort weg, habe ich dann hier einen ganzen Eimer voll, wieder schön richtiger Pappe. So, und damit es dann schön süß ist, mache ich ein bisschen Zucker dabei und dann mein Liebling hier, den Scopex. Ja, und davon brauchen wir wirklich nur so ein Viertel Fläschchen auf den ganzen Eimer. Und das ganze Ding riecht so nach Vanille. Ja, also das ist wirklich Hammer, das Zeug. Und das kann ich nur empfehlen. Für sämtliche Futtersachen anmischen, auch für Karpfen. Gerade wenn ich viel Partikel fütter, mache ich immer diesen Scopex darunter. Das Zeug läuft Hammer. Ja, dann, was ich ganz gerne mache, hier die MK-Bollis. Mische ich ein paar drunter, mache die auch ein bisschen klein. Ne? Die sind schön, die kann man eben zerbröseln. Lass mal reinfallen. Mögen die Schleien auch. Hier habe ich vorhin schon mal erzählt. Wir fangen beim Karpfenangeln eigentlich recht viel Schleien. Und das heißt, ich habe auch keine Angst vor 20er. Ne? Aber wie gesagt, da haben wir ein paar dabei. Ja, ist dann leider auch von den Blässhühnern, dass sie sehr schnell finden. Die sind auch sehr schnell weg. Ich sehe hier die Brüder, da sind so 20er Futterplatz. Die kommen im Minutentakt hoch mit meine Bollis. Ja, ist natürlich ärgerlich. Aber wie gesagt, bevor die das ganze Weizenschrot und Mais zusammengesucht haben, ach, da haben die so viel zu tun, da bleibt genug für die Fische über. Und ist auch gar nicht schlecht, weil tauchende Blässhühner zeigen auch den Schleien und Karpfen, hier gibt es was zu fressen. So, und jetzt denke ich mal, fangen wir mal langsam an mit dem Spomb bzw. mit der Futterrakete ein bisschen nachzufüttern. Na, hat ein Blässhuhn meinen Pop-Up gefunden oder noch eine Schleie? Naja, wenn ein Dauerton kommt und das Bild leer ist, dann bin ich weg, dann bin ich an der Angel. Wenn kein Futterboot und nichts erlaubt ist und kein Boot wie hier, du musst von Hand füttern, macht so eine Rakete natürlich immer Sinn. Oder wie gesagt, ihr friert es ein in kleine Blöcke und werft es. Ne? Aber naja, bei dem Wetter, wir hatten heute den ganzen Tag über 30 Grad, dann ist er mit den Eingefrorenen auch schnell vorbei. Also abends steht er wieder vor dem Problem und habt nur einen großen Eimer voll Schladeracke, ne? Und keine Klumpen zum Werfen. Also nehmt lieber eine Rakete. Naja, ich mache jetzt noch weiter. Oh, fängt dann wieder an zu regnen, kriegen gleich Gewitter. Aber darum, jetzt schnell Futter rein. Raketen wir mal ein bisschen rum. So, einmal gefüllt, jetzt Abflug. So, erste Ladung ist drin, jetzt machen wir 5, 6, verteilen das wieder schön über die beiden Routen, über den Platz. Ja, so ganz zielgenau ist schwierig, ist auch ein bisschen zu leichte Route dafür mit, muss ich dabei sagen. Aber man kann natürlich schon ordentlich auf Distanz füttern. Entschuldigung. Okay, die Blässhühner mögen es gerade auch nicht so gefüttert zu werden, aber. So ist das Leben als Vogel im Wasser. Die müssen auch sehen, wo Futter herkommt, meist von oben. Ein kommt noch rein. Und gleich wird langsam dämmerig. Machen wir die Aalroute fertig, weil jetzt hätte es wahrscheinlich eh nur kleine Barsch und sonst was gegeben. Also, wie gesagt, Zelt, alles steht. Jetzt warten wir noch, dass es ein bisschen dunkler wird. Und dann legen wir die Wurmrute noch rein und schauen mal, was noch passiert.
Ja, wie angekündigt, jetzt haben wir unsere Wurmrute noch fertig gemacht, auch für Schleie, aber vielleicht kommt noch ein Aal dabei. Da vorne ist überall Kleinfisch, also die Chance auf einen schönen Aal ist auch da. So, und jetzt befördern wir den mal rein, den Burschen. Ja, Knicklich ist drin, Rute liegt, wird es langsam dunkel. Und jetzt sind wir mal gespannt, was heute Nacht passiert. Könnte eine spannende Nacht werden. Bis später. Ja, Leute, ihr seht es hier, es ist am Regnen wie Sau, wie sie es auch angekündigt haben. Ja, jetzt, bevor wir hier pitchen nass sind, weil der Schirm geht auch schon fliegen, muss ich schon festhalten, räume ich mich jetzt ins Zelt. Ja, wenn es Nacht noch Fisch gibt, dann melden wir uns auf jeden Fall. Bin ich da morgen früh beim Frühstück. Also, gut Nächstle. Ja, okay, Fisch. Leon braucht ein bisschen länger. Jetzt muss ich erstmal sehen, wie er reinkommt. Sieht auf jeden Fall eine dicke Schleier aus. Und jetzt muss ich hier in die Pampe. Aber das wollten wir ja so haben. Tür schön drunter hier. Ah ja. Boah. Wow. Safe. Boah, geil, Leute. Richtig fette Schleie. Richtige Maschine. Ah. Nicht vorbei an den Angeln. Natürlich im strömenden Regen, wann noch sonst? Ihr seht, glaube ich, noch nichts. Nicht die nächste auch noch. Ja, gut, die sind im Trupp unterwegs. Ne? Leute, da kommt jetzt gleich ein Goldbarren raus. Aber ein richtiger Goldbarren. So, der Kameramann lag schon im Zelt. Hoppa. Guck dir diesen Apparello mal an hier. Safe, was für ein geiler Fisch. Mega Fisch. Auf den Poppy. Ich muss jetzt mal irgendwie auseinander friemeln. Du hast dich schön den Kraut zerarbeitet hier. Sauber gehakt. Plan vollkommen aufgegangen. So. Mega geiler Fisch. Den lassen wir jetzt auch schnell wieder schwimmen, weil es regnet wie Sau. Ich möchte die Rute auch wieder reinkriegen. Na, ich messe den nochmal eben schnell auf der Matte hier. Und dann schauen wir mal. Mal wieder rein. 55. 56. Oh, 56er Schleie. Gut genährt. Auf jeden Fall Zielfisch gefangen. Aber jetzt schnell weg damit. Ja, da geht's wieder in die Schönheit. Ab in die Fluten. Guckt an die Zehen. So, perfekt. Zielfisch gefangen, arschnass. Morgen Lungenentzündung. So, jetzt sind alles ein bisschen entkrauten hier. Schöne Poppy ist noch dran. Hat er meinen Gummi auch dran gelassen? Hat er alles? Ja, alles top. Also, jetzt mache ich alles wieder fertig für die Nacht. Und dann auf einmal, dass wir uns gleich beim nächsten Fisch wiedersehen. Aber jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich Angel reinkriege und vor allen Dingen trocken werde. Gucken wir, es war schon zeitlang am Ziehen. Ich würde sagen, die hängen jetzt untereinander hier, habe ich das richtig? Ja, ist Fisch. Ist Fisch. Ja, geht nach links, geht nach rechts. Oh, Alter, das ist eine richtig dicke Schleie. Ich haute mir durch alle Routen durch. Ja, safe. Und jetzt mal gucken, was hier los ist mit den ganzen Routen. Ja, schönen guten Morgenschleie. Wie ihr seht, eigentlich ist ein Männchen, ist sogar groß. Diese große Bauchflosse hier, dann erkennt man die Männchen.
Also sogar eine männliche Schleife, für eine männliche Schleife verdammt groß. Normal sind die viel kleiner, aber so 35, 40. Aber die wird auch schon, glaube ich, 45 haben. Könnte gut sein. Also ein mega schöner Fisch, der frühe Wecker. Grob angelegt hier. Nicht, dass einer wieder rummeckert hier. Ist klar, dass die Abhangmatte nicht 100% ist. Und jetzt ja, sogar 50, sogar etwas drüber. Also wie gesagt, sehr schöner Fisch. Naja. Dann setzt ihr den schön mal rein. Dann habt ihr dort gelernt. Dieser riesen Bauchschleier hier sind Männchen. Ja, gerade nach der vorletzten Schleie vom Alert passiert, bin ich irgendwie an Kabel gekommen. Ist dann wohl das Mikro aus gewesen. Und naja, passiert in der Hektik. Danach habe ich ja noch mal eine schöne Schleie präsentiert. Die hatte ich noch in der Schlinge, die wollte ich dann auch noch eben zeigen. Ich habe gedacht, die ist über 60. Ein wunderschönes Weibchen, könnt ihr auch an die Brustflossen nachher sehen. Ja, vorhin habe ich euch mal gezeigt, was ein Männchen ist. Da hatte ich dann erklärt, dass auch mit der Brustflosse, eine kleinere Brustflosse, dass das Weibchen ist. Ja, sie war leider keine 60, war nur 58, aber weil sie so massiv, so dick war, habe ich gedacht, die ist viel größer. Und die hatte ich kurz vor den anderen Fischen und war gerade alles so ein bisschen hektisch hier. Ne? Eine Rute, ein Fisch gelandet und fisch die nächste, Phoebis, da wollte ich die holen, dann ging die nächste, also war gerade ein Trupp Schleien am Platz. Wir hatten ganz schnell hintereinander so viel Action, dass ich erstmal hab in der Schlinge gelassen. Aber jetzt ist gerade ruhig, Ruten liegen wieder und ja, jetzt lege ich mich noch mal eben eine halbe Stunde hin. Jetzt bin ich Game Over, war eine sehr kurze Nacht. Ihr seht hier die Olo-Routen, ups, die Spiro-Routen. Genau das ist das. Die wilden Fluchen von der Schleie fangen die richtig schön ab, auch mit Kraut. Oh, wieder ein schönes Kamel. Ui, die ist gut. So eine nette Schleier, hat sie gerade direkt abgehakt. Autsch. Und so mächtig da hinten. Ach, wieder Poppy. Booster von Matze. Seite liegen hier. Ja, vierte Schleie. Auch wieder Poppy. Wenn wir hier mit Made und Wurm angeln, haben wir auch schon öfter Schleien, aber die sind wesentlich kleiner. Also du selektierst wirklich mit diesen Poppys tatsächlich die größeren Fische wohl raus. Läuft richtig gut. Jetzt die Morgenstunden geht es nochmal richtig rund. Na gut, vorhin eine Reiherente war vorhin auch kurz dran. Im Anlegen, wie groß er ist. Ich glaube, 60er Schleier ist er schon eine Hausnummer, oder? Die haben schon Gast, die Jungs. Böse, böse Schleier. Ja. Ich hasse dieses Etappenschlafen. Aber Schleien fangen macht auch Spaß. Ja, jetzt habe ich gerade noch eine Schleie gedrillt. Die Rute ist noch raus. Und jetzt ist hier auf dem Wurm auch noch. Kommt noch ein Aal dabei. Warum der jetzt über Tags gebissen hat, keine Ahnung. Aber Aal ist auch klar. Naja, die Pose ist hier ganz in Kraut reingetrieben. Haben wir gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Und gerade nur so, wo dachte ich, was wandert der so komisch? Ne? Der Wind geht nach rechts, Pose geht nach links. Oh, dass ich nochmal hier im warmen, flachen Wasser den Wurm reingedonnert. Sehr schön. Naja, schöner Abschluss. So, jetzt müssen wir dann mal zusammenpacken, weil der Regen wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich muss eh schon ein nasses Zelt einpacken. Aber ja gut, aber ich glaube, für die Räuchertonne geht ja gerade eben noch. Das kriegen wir noch hin. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende von unserem Film.
Und wie ihr gesehen habt, wir haben ganz gut abgeräumt. Also eins muss ich sagen, der Plan, den wir hatten, oder ich hatte, ist aufgegangen. Die Erfahrung darüber gemacht, wir haben beim Karpfenangeln, dass wir oft Schleien bei hatten. Und jetzt mal gezielt mit kleinen Pop-Ups, ne? Also jetzt Mini-Ködern, Method-Pop-Ups oder hier die Booster von Matze Koch. Hat natürlich, wie ihr gesehen habt, richtig reingehauen. So, natürlich haben wir auch die besten Voraussetzungen für Schleien. Wir haben hier einen Altarm, der ist ja, knapp 6 Kilometer lang, Durchschnittstiefe so 2 Meter, 2,5 Meter, sehr viel Kraut. Und da sind wir auch schon beim Punkt, wo ich sage, okay, Leute, probiert es mal aus. Jeder hat irgendwo so Gewässer, verkrautete kleine Gewässer, alles drum und dran. Ne? Geht da mal hin, probiert da mal aus, sucht euch freie Stellen oder wie ihr gesehen habt, mit diesem Maisstärke-Pellet, die ihr so auf den Haken drückt, ne? Dass der Köder bis zum Grund durchsinkt, kurze Vorfächer, Montagen wie beim Karpfenangeln, habt ihr auch die Möglichkeit, richtig dicke Schleien mitzufangen. Ihr müsst halt nur mit den Pop-Up-Größen ein bisschen runter zu gehen. Hier haben wir es gemacht, 2 Ruten mit Poppy auf Schleier geangelt und haben nebenbei noch eine Rute mit Taubum reingeschmissen. Immer wieder gut, weil so ein Taubum kann natürlich auch eine Schleie bringen. Oder bringt oft auch eine Schleie. Aber hier hat es zum Beispiel geklappt, haben wir noch einen schönen Aal gefangen. Ne? Also man muss ja nicht steif nur eine Schiene fahren. Ne? Hätte jetzt auch mit den Schleien in die Hosen gehen können, hätten wir auf jeden Fall Aal gefangen. Also darum auch die Geschichte, immer so ein bisschen gucken, was geht. Nicht nur auf einen Fischart versteifen, sondern so ein bisschen breit fächern. Ja, man kann nur sagen, Plan aufgegangen, alles gelungen, hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, dass ihr mit den Tipps, die ihr jetzt mitnehmt, auch auf jeden Fall weiterkommt, erfolgreich seid am Wasser. Und ganz wichtig ist, wenn es euch gefallen hat und ihr wollt in Zukunft noch mehr Tipps haben, drückt mal den Abo-Button, na, dass ihr immer dran bleibt. Also, wir verabschieden uns vom Wasser. Ich muss sehen, dass ich in Trockene komme. Kaum zu glauben, nach 2 Wochen nur verbrannt, endlich mal wieder nass. Eigentlich ja schön, ne? Aber ne, jetzt reicht es aber auch mit Regen. Jetzt habe ich 7 Stunden, 8 Stunden Dauerregen gehabt. Jetzt will ich doch wieder in Trockene. Also, beim nächsten Mal vielleicht wieder im Trockenen, aber mit dicke Fische. Viel Spaß am Wasser. Wir sehen und hören uns.